Servus Leute, herzlich willkommen zu Mario plus Rabbids Donkey Kong Adventure. Und beim letzten Mal haben wir im stürmischen Regen neue Waschmaschinenteile gefunden, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bin ja mal gespannt, wenn das noch so kommt. Wir müssten eigentlich unmittelbar oder zumindest in der Nähe vom zweiten Zwischenboss sein. Und damit auch vom zweiten Schlüssel. Oh, Banane. Neue Waffe haben wir nicht bekommen, oder? Aber wir hatten, glaube ich, noch bei irgendeinem keine neue Waffe gekauft. Das war, glaube ich, Rabbit Cranky, ne? Ja, Rabbit Cranky hat noch nichts Neues bekommen. Genau. Dann bekommst du. Du hast bislang Tinteschaden. Ich habe bei dir aber ehrlicherweise lieber Vampirschaden. Aber die sekundäre Waffe, ne? Oh, die ist auch noch nicht ersetzt. Die hat auch Tinte. Was? Ah, kacke. Ja, dann bekommst du beim Fass die Tinte. Weil gegen Ziggis ein Bonus? Ich brauche keinen Bonus gegen Ziggis. Das ist Schwachsinn. Ziggis sind Lappen. Na, dann den Dusty gegen Verteidiger. Da hast du halt doppelt Vampirschaden. Das ist mir jetzt auch egal, aber alles wichtig. Und dann bekommst du noch den Distanzschuss Dino. Volle Raptor-Power. So. Achso, Fertigkeiten. Sollen wir auch mal gucken, ne? Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Fertigkeiten. Wir haben 3 Punkte. Oh Gott. Ja, 3 Punkte ist gar nicht mal so doof. Dann bekommst du nochmal. Was ist denn das hier eigentlich? Pusteblumensprung. Das ist mir erstmal egal. Das ist mir wichtiger, der Bewegungsradius. Und dann kannst du immer noch so ein Ding bekommen. Okay. Dann Rabbit Peach. Du bekommst einen Cooldown fürs Heilen. Das ist ganz wichtig. Und Rabbit Cranky. Du könntest nochmal ein bisschen Dash-Schaden vertragen. Ja. Und dann auch nochmal. Das machen wir so selten. Das Einschläfern. Es bringt viel, aber wir machen es trotzdem sehr selten. Ich werde es jetzt mal verbessern, den Cool, weil es lohnt sich nicht, es eh nur einmal im Kampf machen. Weißt du was, du kriegst einfach, was ist denn das hier? ×2. Ach, multiböser Blick. Na klar bekommst du das, ist doch klar. Gibt es hier eigentlich nur die 3 Charaktere? Da gibt es auch noch, keine Ahnung, Diddy Kong und Rabbit Diddy. Das wär's doch, oder? Oder Dixie Kong, Kitty Kong. Kitty braucht man keiner, aber braucht man keiner. Beste Deutsch. Braucht niemand. Sie tun alles, um an die Nachricht zu gelangen. Aber ohne Erfolg. Wie enttäuscht müssen sie sein, wenn sie herausfinden, dass es nur Pizzagutscheine sind. Gab es hier eigentlich noch irgendwas, bevor ich jetzt hier weiterrenne und vielleicht etwas sehe? Ich glaube nicht. Das sieht richtig cool aus hier. Und es wird nochmal düsterer in der Schlucht und hier wieder heller. Oh, ein Knopf. Oh nein, ein Rätsel. Oh Gott. Was kommt denn jetzt auf mich zu? Ein Musikrätsel? Ein riesiges Gebiss eines riesigen Anglerfisches? Noch ein verschlossenes Tor. Aber hey, seht doch euch diese Korallenorgel an. Da möchte man doch in die Tasten hauen, oder? Wenn man diesen Knopf drückt, spielt das Klavier automagisch. Cool. Aber was nützt uns das? Wir müssen nicht nachdenken. Wahrscheinlich ist es so ein Merkspiel. So ein Jack Sass. Okay, gut. Rot, rot. Dunkelblau. Okay. Ich muss mich gerade konzentrieren, deswegen bin ich ein bisschen leiser gerade. Was? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Oh Gott. Das war falsch. Orange, orange, lila, hellblau, dunkelblau, hellblau, gelb. Okay. Orange, warte mal, nochmal orange.
lila, hellblau, dunkelblau, hellblau und dann war es gelb, ne? Geile Musik. Donkey Kong Country. Das Tor ist auf und da ist ein geheimer Bananenknopf erschienen. Na los, lass deinen Zauber auf die Tasten wirken. Oh nein, es gibt noch ein Bonusrätsel. Ich hab's befürchtet. Oh, scheiße. Ich könnte jetzt cheaten, wenn ich die Aufnahme nochmal durchlaufen lasse nebenher. Kann ich ja, lustigerweise. Und dann gucken, was der gesagt hat. Aber es wäre ja blöd. So, Gehirn, streng dich an. Rot, rot, gelb, grün, hellblau, dunkelblau, dunkelblau, lila, dunkelblau, grün. Was? Oh Gott. Rot, rot, gelb, grün, hellblau, lila. Nein, dunkelblau war's. Scheiße. Rot, rot, gelb, grün. Hellblau, dunkelblau, dunkelblau, lila, dunkelblau, grün. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ist doch dunkelblau, ne? Ist doch dunkelblau. Hä? Kommt dann erst nochmal hellblau und dann lila? Jetzt will ich's wissen. Ach ne, zweimal. Oh Gott. Okay, ja, ja, jetzt hab ich's aber. Halt. Nee. Kann der nicht auch noch mal dran? Kam der nicht auch noch mal dran? Hellblau, lila, dunkelblau. Achso, grün. Ja gut, da kam grün danach. Alles klar. Okay, das war jetzt ein bisschen schwieriger und ein goldenes Fass dafür. Sehr schön. Oh, geil. Was? Mach doch weiter, die Musik hören. Doof. So, goldenes Fass Nummer 2. Let's go. Bonusfass. Oh, diese Bonusfässer in Donkey Country Teilen immer, ne? Ey. Waren teilweise so bekloppt. Und das sieht auch. Oh, was? Ja, meint, das ist ein bisschen fui. Na gut. Schauen wir mal. Was? Oh Gott, oh, jetzt hab ich's gerafft. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts im ersten Versuch. Gut. So viel dazu. Ich habe es grundsätzlich kapiert. In der Praxis muss man noch sehen, wie es umsetzen kann. Also ich muss grün verschieben. Es darf jetzt nicht drüben stehen, weil ich muss rüberlaufen können zum anderen Schalter. Oh Gott. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das macht mir Spaß. Das ist besser als die Bonusdinger im Hauptgame, weil man hier wirklich nachdenken muss. Das sind richtige Puzzle. Ich habe lieber sowas, wo ich mein Gehirn ein bisschen verkrampfen muss. Was für ein Gehirn? Schnauze. So. Nee, warte. War dumm. War auch dumm. Scheiße.
Scheiße, das ist alles dumm. Wo brauche ich Rot? Was brauche ich Rot? Oh Gott. Ich brauche Gelb irgendwo her. Wo riecht Gelb her, verdammte Axt? Gelb! Wo ist Gelb? Da! Ah! Lauf, Donkey! Nee, oder? Ich war doch da, ich hab's doch geschafft. Was ist das für ein... Das Band war doch durchschritten. Alter. Das war gerade Betrug. Ich sag das selten, aber das war wirklich Betrug. Ich war da, ihr habt's gesehen. Das Band war durchschritten. So ein Blödsinn. Ich stand doch praktisch vor der Truhe. Jesus. Und? Da war ich letztes Mal auch. Beschiss. Dafür gibt's eine Waffe. Und ein Selfie. Zwischenboss-Zermürber. Sind Zwischenbosse zu harte Brocken? Schüttle sie ordentlich durch mit diesem Bodenkracher, der sie garantiert butterweich klopfen wird. Ja, ist ganz cool. Ein neuer Bodenklopfer. Aber... Es juckt meine Lippe. Also mein Bart. Mein Bart stoppeln. Kann ich den Fisch eigentlich angucken da hinten? Nee, ne? Schade. Aber wir haben, glaube ich, bei Donkey schon ausgerüstet, einen besseren. Ja, der macht zwar gegen Zwischenboss, ich habe aber lieber gegen Grobian ein bisschen mehr Damage. Wir bekommen sowas aber eigentlich immer erst vor einem Zwischenboss. So Zwischenboss-Waffen. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Für den Rest dieser Folge. Hier gibt es sonst nichts Spannendes, ne? Bananenstaude! Schade. Höre Rabbits, aber wo? Ja, da! Und eine Halfpipe! Erst ein Backside 27, Nose Blunt und dann in den Switchflip, Alter. Gib alles! Was? Alter, Bibo, Skateboard-Experte. Das geht ab. Ich habe zwar gerade keinen Ton verstanden, aber das macht ja nichts, ne? Ich habe in meinem Leben vielleicht... lass mich nicht lügen. 5-mal auf dem Skateboard gestanden. Wirklich was gekonnt habe ich nie. Das sieht auch wild aus, sag ich mal. Kann ich die auch verschieben? Wie genau soll ich das jetzt anstellen, dass die hier... Das ist doch... Der muss ja hier irgendwie... Warte mal. Jetzt lass mal gucken. Nee, das geht so nicht, ne? Wie kriege ich denn die... Hä? Ich kann den nicht mehr wegbewegen, weil der Block da ist. Denn das ist ein Quatsch. Wenn ich dich jetzt dahin prügel, habe ich aber auch nichts von, ne? Ja, davon habe ich nichts. Hä? Und den kriege ich nie wieder wegbewegt. Der muss da stehen bleiben. Aber,
ich. Aber was willst du machen? Hä? Nee, warte mal. Ach so, jetzt, oh Gott. Warte. Ja, aber der bleibt doch da nicht drauf liegen jetzt. Der bleibt doch da jetzt nicht drauf liegen. Was? Wie genau habt ihr euch das jetzt vorgestellt, dass ich das... Dann brauche ich... Ja, dich nicht oben. Aber die unten. Also es ist nicht so kompliziert, wie man es denkt am Anfang. Aber es ist auch nicht so einfach. Das haben wir denn schönes Schieberätsel. Das habe ich gemocht. Noten in Nöten. Du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Siehst du dir im Museum an. Ja, nee. Was haben wir hier hinten noch? Nix. Hätte ich auch eine Truhe versteckt. Die siehst du nämlich so toll. Gut, dann war es das gewesen und gehen wir wieder. Ich mag die Vögel. Kann den Sound jetzt zwar gerade nicht zuordnen, den der Vogel da vor sich hin trötet, aber... Wenn ihr das könnt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Oh, eine Katze. Der nächste Zwischenboss steht an. Der Bruder von Hammer Heiko, wenn ich richtig sehe. Oh nee, wieder so einer. Aber er macht mir eher den aggressiveren Eindruck. Heidi! Was? Eine verdammt heikle Angelegenheit, Heidi. Was nehmen die deutschen Übersetzer bitte für Drogen? Geil. Ich brauche das Zeug auch auf jeden Fall. Besiege den Zwischenboss. Mit geiler Mucke. Zwei Verteidigern. Oh, der hat einen Tintenfisch oder einen Oktopus auf seinem Hammer. Ein Oktopussi. Und wir haben einen Hopser. Zwei Hopser. Und der gilt sogar... Nee, ich dachte gerade schon. Zwei Verteidiger, zwei Hopser. Plus den Boss mit 600 KP. Das ist alles nicht so schlimm. Das ist alles sogar relativ gut machbar. Ich glaube, wir könnten den Verteidiger sogar sehr schnell erledigen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich hab da so eine Idee, dass ich mir den greife. Das geht nicht, schade. Mit den Greifen. Ich muss erstmal laufen, ne? Warte, dann lass mich doch erstmal. Lass mich hier hinlaufen. So, und dann schmeiße ich den auf das Ding hier. So. Tschüss, Verteidiger! Bams! So. Okay, kann ich das hier vielleicht machen? Nee, ne? Schade. Gut. Na, dann mach halt du derweil den hier. Falls sich irgendwer in den Radius bewegt, bekommt er erstmal eine Banane ins Gesicht. So.
Ach nee, das ist kein Hopster, das ist ein Ziggy. Das ist so ein kleiner Zigeuner. Darf man nicht mehr sagen heutzutage, ich weiß, aber... Hey! Wir haben das früher immer so genannt. Darfst du auch nicht mehr Zigeuner zu sagen, ist ja auch verpönt mittlerweile. Auch ein bisschen übertrieben, aber hey. Und BOOM! So! Friss das, Ziggy. So, und den machen wir direkt platt. Der hat direkt ausgesorgt. Ja, was macht Heidi? Ist definitiv einer von der aggressiveren Sorte und leckt mich am Arsch. Das ist wieder rein voll für Reichweite, ey. What the fuck? Und hat seine Fähigkeit aktiviert. Komm, beweg dich. Jawohl. Und BAMS! Aua! Ey! Frechheit! Aua! Ob ich den Zwischenboss nehmen und wegschmeißen kann? Au! Donkey, mach platt! So. Schießt da einen Boss an, das ist nicht gut. What the fuck, was war das? Was war denn das gerade für eine Fähigkeit, ey? Immun gegen Reaktionsschüsse. Heiltruppsucht nennt sich das, okay. Also wenn wir ihn angreifen, kommt er auf uns zugerast, oder wie? Nicht ja geil. Kann ich ihn eigentlich greifen und mitnehmen? Nee. Ja, dich kann ich greifen und mitnehmen. Wobei, warte, ich habe eine bessere Idee. Ich greife dich und nehme dich mit. Und stell mich dann hier hin und schmeiß dann auf euch. So. Passt. Du Arsch, ich wollte das mitnehmen. Kommt dran, gut auf einen Zentimeter. Ja, leider langt es mir. So. Ja. Komm, Crit. Jawohl. Der Verteidiger ist kaputt. Was hast du? Honig? Das heißt, ich kann mal eben zu Donkey kommen. Sind wir für nächste Runde vorbereitet und können unter Umständen heilen. So, Cranky, du musst diesen Idioten da platt machen. Und? Bams! So. Passt doch. Du bist alleine, Kollege. Aber nicht lange. Gut. Schlecht. Ich komme mit Cranky leider nicht in Reichweite, um irgendwas zu tun. Hm. Und dann dreht stehen mal. Dann kannst du ja hier durchgehen. Ist doch alles doof. Stell dich. Ist auch doof. Stell dich hier hin. So, Kollege. Jetzt schluckst du zwar ein bisschen Damage. Du kriegst hoffentlich einen kleinen Crit ab. Jawohl. So, dann Donkey. Du kannst aber nichts machen. Außer. Du kannst das hier. Ja, ich muss es riskieren. Ich kann jetzt nicht. So.
Oh, dann kriegst du Stoß noch ab hier. Bams! Und Bananarang. Ja, ram rein! Aua. Ja, du kannst nichts machen, das ist doof. Wie sieht DK aus? Ja, komm. Heil ihn. Sicher ist sicher. Was spawnt denn da jetzt eigentlich nach? Ein Verteidiger und ein Hopser, glaube ich. Das ist ein Ziggy und ein Hopser. Das ist Ziggy, ne? Ja. Aha, Lusche. Ein Schluck Tee trinken dabei. Aua! Nö, so nicht. So, Sack du Rat, verschwinde! Und bam! Der zweite Schlüssel ist unser. Spielzeug Hai. Damit wäre nach Hammer Heiko auch Heidi besiegt. So muss das sein. Damit Kapitel 4 von Welt 2 durch. Und wir bekommen wieder neue Waffen. Yay! Ich mag neue Waffen. So, dann gehen wir nochmal weiter hier mit dem nächsten Röhre. Tschüss! Röhre sag ich schon, mit dem nächsten Fass. Weil dann haben wir ja beide Schlüssel. Heißt, wir können schon zum großen Endkampf gegen Rabbit kommen? Ja. Dann wäre der DLC aber wirklich saukurz. Was ist jetzt die fünfte Folge vom DLC? Andersrum. Das ist mal ein Schloss, hä? Ja Leute, was uns hier hinterher jetzt erwartet, ob es wirklich schon zum Finale gegen Rabbit Kong kommt oder ob uns noch ein paar Level erwarten, das sehen wir in der nächsten Folge. Meine Kamera ist aus. Arbeiten mit Profis. Das sehen wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Und ansonsten, macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Ciao.